Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen an diesem Sonntag. Ja, Muttertag, Sonntag. Ich habe gesagt, ich muss jetzt heute noch schnell ein Video aufnehmen. Jetzt habe ich gleich ein bisschen Stress gekriegt, weil wir heute ein bisschen umorganisiert haben. Eigentlich sollten wir heute Nachmittag oder Spätnachmittag zu meinen Eltern zum Grillen. Und jetzt ist aber Regen angesagt. Und dann habe ich meine Mama heute früh angerufen, da sage ich, du komm, lass bei uns machen, weil wir haben eine Terrassenüberdachung. Und ja, jetzt bringt sie nachher alles mit und dann machen wir es hier. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich aber trotzdem nur ein Video, Stress egal. Aber ich muss jetzt noch ein Video raushauen, weil die nächsten Wochen, die nächsten Sonntage bzw. Wochenenden sind schon wieder dicht gedrängt. Sagst du, es ist Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich, jedes Wochenende ist irgendwas anderes. Ja, wir fahren noch viel weg gerade, also was heißt viel weg, aber wir haben jetzt uns letzte Woche waren wir eine kurze Auszeit gegönnt und jetzt nächstes Wochenende sind wir auch nicht da. Ja, und so ist es halt, gell? So hat man ein bisschen über Hektik im ganzen Alltag und dann muss man irgendwo zwischendrin nur das Video unterbringen. So, kurz zu meinem Outfit heute. Ich habe heute mal meinen Walk Your Way von Melanie Burke anzogen. Mein Mann hat gesagt, ich muss das heute anziehen, weil ich hatte das die Woche schon mal an und ich bin ganz oft darauf angesprochen worden mit diesem gelben Shirt und dem Tuch hier. Da habe ich ganz viele Leute komischerweise darauf angesprochen, dass es gut ausschaut und dass das so harmoniert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Tuch ja schon ewig. Also das habe ich ja schon vor ein paar Jahren gestrickt. Und da ist, ich habe auch diese gelben Sachen, ich habe das irgendwie gar nie in Kombination gebracht, aber ich habe mir gedacht, heute ziehe ich mal einen Schal an. Also heute habe ich kein Oberteil an, sondern meinen Schal. Noch verträgt man es auch ganz gut, aber mir wird schon langsam warm. Ich kriege schon langsam hier Schweißausbrüche. So, es ist ja immer noch Sock Madness. Ich sage gleich was dazu, ich bin noch dabei, also ich war noch dabei oder bin noch dabei. Also ich war jetzt noch in Runde 3, da blende ich euch jetzt ein Bild ein. Runde 3 waren die Cably Wabley Socks von Liz Sedmark. Deshalb nur ein Bild, weil ich die schon weitergegeben habe, die habe ich verschenkt. Die Socken haben mich körperlich echt einiges gekostet. Also ich hatte echt Schmerzen bei diesen Socken im wahrsten Sinne. Also ich habe echt, mir tat echt alles weh, die waren wirklich... ich weiß gar nicht warum, irgendwie war ich so verkrampft wahrscheinlich, keine Ahnung, aber mir hat echt alles wehtan und die waren auch echt, echt anstrengend. Die waren wirklich, wirklich anstrengend und extremst aufwendig. Also die wurden Toe abgestrickt. Das war das erste Mal für mich, ich habe noch nie Toe abgestrickt. Das war jetzt weniger das Problem, das war jetzt nicht so schlimm. Dann ist es wieder so eine Socke gewesen, wo man die ganze Zeit Verzopfungen hat, aber nicht so, dass die Verzopfungen sich überkreuzen, sondern wie so eine Wellenlinie. Hat es dann ausgeschaut, das sieht man jetzt, glaube ich, auf dem Foto, vorne sieht man es nicht so gut, aber es muss das gleiche wie seitlich am Schaft. Und dann, was besonders war auch bei der Socke, ist die Ferse, die hier gestrickt wird, die wurde quer gestrickt, und zwar direkt angestrickt, also das kann man jetzt ein bisschen schwer beschreiben, war jetzt überhaupt nicht schwer, also das ist eigentlich relativ einfach, aber sie wurde eben auch verzopft. Also da hat man dieses gleiche Muster, diese Fersenwand, ich rede von der Fersenwand. Und dann ging der Schaft hoch und am Schluss hat man noch dieses Killerband. Also es war wirklich ein Killerband, weil man denkt sich dann, als ist man gleich fertig. Und dieses Band braucht noch wirklich, also gefühlte Ewigkeit. Ich habe ewig für dieses Band gebraucht. Wir haben so andere gesagt, die haben auch gesagt, oh Gott, man meint echt, man ist fertig und dann kommt nur dieses Band oben. Das Band wird auch gleich direkt angestrickt an diesen Schaft. Also es ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei der Ferse. Und wird direkt dann angestrickt und dann muss man noch, fragt sie mich nicht, also irgendwie wird in der ersten Reihe von dem Band wird, da ist jetzt Zahnseide angegeben worden, die wird irgendwie mit eingestrickt, damit man dann am Schluss, das ist dann eine spezielle Technik, wie man dieses, den Anfang und das Ende von dem Band zusammennäht und damit man die Maschen besser sieht. Ja, also ich meine Zahnseide mit Minzduft. Damit eingestrickt oder meine Zahnseite ist gleich direkt im Gestrick verschwunden. Die habe ich erstens nicht gesehen, weil die ist ja weiß und ich habe ja relativ helles Garn gehabt. Und dann war die weg und habe mir gedacht, ja. Und dann habe ich halt am Schluss, also diese Technik, wie das dann sagt, ich habe mir gedacht, keine Ahnung, also irgendwie. Ich finde meine Zahnseite nicht mehr, ich habe sie auch nicht mehr rausgebracht, also ich musste sie teilweise rausschneiden, aber ja, seitdem hatten die Socken dann so einen leichten Minzduft permanent, weil ich habe einfach diese Zahnseite, die ist. Ich habe die mit eingestrickt, keine Ahnung. Und habe dann bei der zweiten Socke wirklich einen Kontrastfaden einfach genommen. Das war, hat das wesentlich einfacher gemacht. Also das war wesentlich einfacher. Aber diese Socken hätte ich schon wirklich durch Sonne und Mond schießen können. Also nach diesen Socken habe ich mir echt gedacht, ich glaube, ich höre auf. Also das war... Ja, ich habe da nur ein bisschen Hektik gehabt, weil ich jetzt auch nicht die... Oder
ich stick schon schnell, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir den ganzen Tag hinsetzen kann. Das sind halt die Abendstunden. Und danach habe ich mir gedacht, nee, also wenn nochmal sowas kommt, das tue ich mir nicht nochmal an, weil ich habe echt, mir hat alles wehtan. Ich war komplett verkrampft, alles. Und ich war echt froh, als die fertig waren. Ich hätte mir dann gar nicht so einen Stress machen brauchen, weil ich glaube, also die letzte hat dann fast eine Woche später noch abgeben, also es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber egal, ich habe sie fertig geschickt. So, jetzt kam am Mittwoch, ging es weiter mit Runde 4. 4, glaube ich, oder? Ja, oder, nee, Runde 3. Nein, 4, genau, mit Runde 4. Und das waren dann die Strawberry Martini Socks. Die zeige ich euch jetzt. Es war am Mittwoch. Und am Mittwoch habe ich mir dann schon gedacht, also Mittwochabend war ich im Kino mit dem lieben Puppenhäcksle. Wir haben Downton Abbey den Film angeschaut. Kann ich sehr empfehlen. War ein sehr toller Film. Also wer die Serie kennt, der wird den Film auch lieben. Also war toll. Also ich bin jetzt nicht so der mega eingefleischte Downton Abbey-Film. Ich kenne nur mal diese Namen. Ich weiß immer gar nicht, wer ist. Aber er hat Spaß gemacht. Das war lustig. Also kann ich empfehlen. Und also der Tag Mittwoch fiel schon mal weg. Da konnte ich nicht anfangen. Und dann habe ich mir so den ganzen Donnerstag, bin ich da so ein bisschen schwanger damit gegangen und habe mir gedacht, ach, ich weiß nicht. Die Socken, also ist halt wieder so eine Lace-Socke, ja, keine Ahnung. Aber dann habe ich am Freitag, habe ich mir gedacht, komm, am Donnerstagabend habe ich dann, glaube ich, nur die Wolle gewickelt und habe mir gedacht, ich schlage es jetzt mal an und schaue mir das an. Dann habe ich eine Wolle gehabt, die war aber zu unruhig. Also für das Muster war sie zu unruhig, das ist sehr viel Muster drin. Und dann habe ich mir am Freitag bis Mittag, denken wir die ganze Zeit, ich weiß nicht, jetzt muss ich wieder auftrennen. Ich war noch nicht so weit, glaube ich, bei Reihe 20 oder so. Trenne ich es wieder auf. Und dann habe ich mich doch wieder aufgeracht und habe gedacht, okay, probier es mit dem anderen Garn. Dann habe ich mir von Shebot Garne dieses helle Garn hier ausgesucht mit diesen Sprenkeln drin. Das ist die Soft Socks, glaube ich, in der Farbe Unicorn. Und habe mir gedacht, jetzt fange ich mit der an. Also mache ich nochmal neu. Und habe dann angefangen, es hat dann ganz gut geklappt. Ich zeige euch das jetzt mal, das ist jetzt hier bisher mein Fortschritt. Also das sind diese Strawberry Martini Socks, heißen die von Shaki Goulburn. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspricht. Goulburn, ich weiß es nicht. Also Cat Kid Bob Designs ist ihr Nickname. Ja, das war jetzt mein Stand bis gestern. Und ich habe gestern wirklich auch den ganzen Abend, also ihr seht schon, es ist ein bisschen schwierig, da überhaupt ob auch ein Muster zu erkennen jetzt, auch selbst bei diesem Garn. Aber es ist hier sehr viel verschränkte Maschen, wieder extrem viel verschränkt. Dann mit Überzügen, am Schluss kommen noch einige Noppen, die man strickt. Also es sind immer Noppen dazwischen. Und gestern habe ich dann, am Samstag, habe ich dann, okay, ich habe ein bisschen Zeit. Jetzt, wenn ich bis zur Fassi komme, dann schauen wir weiter. Ja. Dann habe ich da angefangen, dann kam mein Mann und hat gesagt, komm, lass uns spazieren gehen. Dann sage ich, ja, okay. Dann habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich richtig motzig war, weil ich eigentlich diese Socken weiter sticken wollte. Da hatte ich überhaupt gar keinen Bock, irgendwie mal ums Haus zu laufen. Aber gut, man muss sich ein bisschen bewegen. Dann nach dem Spazierengehen, dann sind mir 1000 andere Sachen eingefallen. Dann habe ich nur ein paar Bienenrahmen nur ausgeschnitten. Das war unbedingt nötig, weil es schön Wetter geworden ist. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch noch. Dann habe ich gekocht, ja, so weiter und so, dann war der Tag rum. Dann bin ich halt abends wieder an diesen Socken gesessen und dann ist das natürlich so ein Chart, also auch mega klein, wo man danach arbeiten muss. Und dann bin ich abends beim Fernsehen, habe schon wieder die Hälfte von der Serie nicht mitgekriegt, die wir angeschaut haben. Und irgendwie bin ich dann ins Bett und dann habe ich mir gedacht, nee. Dann habe ich mir meine Woche so überlegt, dann denke ich mir, also jetzt heute komme ich nicht dazu, heute ist Muttertag, wie gesagt, haben wir dann nur, wir grillen heute nur, komme ich fast nicht dazu. Dann komme ich, morgen muss ich muss arbeiten, ich habe Präsenzwoche jetzt. Muss schauen, wie es von der Arbeit her ist. Meine Arbeitskollegin hat Corona bekommen letzte Woche. Ich denke zwar, dass die jetzt wieder fit ist, hoffe ich, aber trotzdem, man weiß ja nicht. Und dadurch, dass wir nächstes Wochenende ja wieder nicht da sind, muss ich die Woche viel vorbereiten, weil meine Mama kommt, die passt auf die Katzen auf. Ja, Dienstag bin ich den ganzen Tag nicht da. Mittwoch muss ich auch noch ein bisschen was machen. Und dann habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich, ich kann diese Socke eigentlich nur zwischen Tür und Angel stricken und eigentlich macht sie mir keinen Spaß und was mir dann auch noch ein Argument war, ist einfach, dass ich jetzt wieder wirklich ein wunderschönes Garn verbrate für eine Socke, die mir am Schluss nicht passen wird. Weil das weiß ich jetzt schon, dass die nicht passt. Ich stricke zwar immer Größe S, aber sie ist zu weit. Das bringt auch nichts, dünnere Nadeln zu nehmen. Ich habe mit 2,25er angefangen, aber das bringt nichts. Und das ist einfach nicht meine Art Socken. Also mit so viel verschränkten Maschen, mit so viel Löchern drin, es ist nicht meins. Und dann habe ich gedacht, komm,
ich höre jetzt auf. Also das ist, ich werde jetzt aussteigen aus der Runde, ich werde die auch nochmal, ich werde die auftrennen, ich werde die nochmal fertig schicken. Das ist es mir einfach jetzt nicht wert, dass ich mir jetzt da so einen Stress mache, ja. Also ich würde die Socken so, die schauen bestimmt schön aus und alles, für mich sind sie einfach unpraktisch und ich würde sie so nicht stricken und mir hat bisher keine einzige Socke passt von der Sock Madness und das ist eigentlich mein Hauptgrund, weil ich halt die schönen gar nicht verstricke, die mir dann nicht passen. Ja, und ja, das habe ich mir heute gedacht, habe ich mir das so überlegt, habe mir gedacht, nee, komm, geh weg. Also die trenne ich auf, das wird nichts mehr und Sock Madness ist dann für mich vorbei. Mal schauen, was jetzt noch an Mustern kommt. Wenn man die Qualifikationsrunde überstanden hat, dann kriegt man ja die Muster trotzdem. Das heißt, die bekomme ich auch. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen sockensatt momentan. Ich möchte jetzt keine stricken oder auf jeden Fall keine so aufwendigen Socken. Das ist es mir einfach jetzt nicht wert. Ja, ich habe viele andere Sachen, oder was heißt viele? Ich habe zwei andere Sachen, an denen ich gerade wirklich viel stricke, muss ich sagen. Und ich habe euch ja beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ich habe diesen Lava Lake Shawl angefangen von Stephen West. Da hat mich ja die Aargauer Strickliesel draufgebracht. Sonst wäre mir das gar nicht aufgefallen. Also ich folge zwar Stephen West, aber ja, ihr wisst ja, Instagram, da kriegst du mal was mit und kriegst mal nichts mit. Und ich hätte den auch gar nicht so gesehen. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, die strickten, glaube ich, auch gerade. Und den habe ich angefangen. Und ich sag's euch, der macht so viel Spaß. Ich zeige euch den mal. Wo habe ich denn den? Moment, muss suchen. Ah, also. Der Lava Lake Shawl, muss man schon wieder, ich sage einfach immer nur Lava. Also der heißt wahrscheinlich deshalb so, weil Stephen West hat ihn in Rottönen gestrickt. Das ist ein Feld, der in der Mitte so zusammenläuft zu einem Rot und dann auf der anderen Seite wieder gegengleich. Also müsst ihr euch mal anschauen. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe ja schon ganz lang diesen Wollbobbel, der ist von Traumverlauf bei Knitcraft. In der Farbe Antonia. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich habe mal auf Instagram geguckt, aber ich habe sie jetzt gar nicht mehr gefunden. Ist aus Österreich, das habe ich mal bei einem Wollfest gekauft. Und das waren zwei Stück gegengleich gewickelt. Ja, und die sind schon ganz lange in meinem Schrank und ich habe jetzt echt tatsächlich gedacht, ich gebe die jetzt dann her, weil ich sie eigentlich nicht, ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Was soll ich mit zwei machen? Und dieser Lava Lake Shawl, der ist wirklich perfekt für diese Art von Bobbeln. Wenn man da zwei hat, die gegengleich laufen, oder eben man schickt einen von außen, einen von innen ab, dann ist das wirklich super, weil der in der Mitte eben so zusammenläuft. Und ich zeige euch den jetzt mal. Also, das ist jetzt hier bisher mein Lava Lake. Ich habe hier angefangen, hier bei dem Rosa, und bin jetzt hier bei dem Grün. Und in der Mitte dann, wenn das Dunkelgrün kommt, läuft der praktisch gegenläufig wieder aus. Also, dann hat man am Schluss wieder das. So ist es geplant. Und der macht wirklich, wirklich Spaß. Und es gibt dann am Schluss dieses Lochmuster, ergibt dann praktisch so ein Dreieck. Habe ich das richtig? Ich glaube schon. Also das wird bei den Abnahmen, hat man das dann praktisch wieder andersrum. Und ja, der ist einfach, ich muss echt sagen, so graus rechts. Erst habe ich mir gedacht, oh, der wird mir schnell langweilen. Aber das tut er komischerweise gar nicht. Vielleicht liegt es auch am Garn. Also ich freue mich immer, wenn wieder eine neue Farbe kommt. Aber ja, der macht einfach Spaß. Der ist komplett mindless. Also ich kann ihn jetzt eigentlich auswendig, muss nicht mehr viel in die Anleitung gucken und das ist einfach toll. Also den kann ich überall hin mitnehmen. Mir gefällt nur dieser Farbverlauf wahnsinnig gut. Also so schaut er jetzt aus. Der schaut tatsächlich, also hier in der Kamera sieht man, dass das so richtig, ja, fast schon wie Streifen. Ah, ich habe hier schon wieder Special Feature einbaut. Das habe ich auf Instagram gezeigt, ich weiß immer gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, ich habe keine Ahnung, aber da habe ich mal ein paar Maschen links geschickt. Fällt aber im Gesamtgestrick nicht auf. Aber ich schaffe es immer wieder, irgendwo sowas einzubauen. Völlig unfreiwillig. Also typisch Stephen West ist natürlich hier dieser I-Cord-Rand, der immer gleich mit angesteckt wird. Finde ich jetzt schön, das ist immer ein schöner Abschluss. Aber ich finde, das ist halt so typisch bei seinen Schals. Das macht er immer ganz gern. Aber ist ja auch alles gut. Und eben dieses Lochmuster, das man hier hat. Und super easy. Also hin und zurück und ganz einfach gestrickt. Ja, das ist der Lava Lake und man kann eben bei dem ganz toll so Farbverläufe kreieren. Also ich weiß gar nicht, ob es original auf 4 oder 5 verschiedenen Garnen gestrickt wird. Müsst ihr euch mal anschauen bei ihm. Also seiner ist auch ganz toll in diesen Rottönen. Hat mir auch ganz gut gefallen, aber bei mir ging es jetzt einfach nur um das Garn. Und das finde ich einfach ideal, wenn man zwei so kleinere Bobbel hat. Die Bobbel haben jetzt eine Lauflänge von 650 Meter. Und ich glaube aber, für den Schal sind schon 1200 angeben. Also das ist haut hin. Also der wird schon wieder relativ groß. Aber gut, man muss ja irgendwie dann einwickeln. Also der ist ja auch sehr groß, wie man sieht. Aber ist halt so bei den Schals.
Ja, das ist ja auch Baumwollacryl, also kann man gut jetzt auch im Sommer dann anziehen. Ja, also an dem bin ich gerade fleißig dran. Ich habe gerade irgendwie so ein Einhorn rosa Farbverlaufstick, glaube ich gerade. Fällt mir gerade so auf. Jo. Das ist eigentlich der Schal, an dem habe ich eigentlich jetzt eigentlich nur gestrickt. Also da ist jetzt für meine Verhältnisse, bin ich ja schon weit, wenn man bedenkt, dass ich die Socken mit das eben auch noch mal gestrickt habe. Und das zweite, wo ich immer noch dran bin, ist mein Komodo. Mein Einhorn-Komodo, den habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Ich sehe gerade, dass ich da die Reihe nicht vorgeschickt habe. Ja, toll. Super, das kann ich jetzt euch ganz toll zeigen. Naja, also, ich brauche ein bisschen Fantasie. So. Also, das ist jetzt der Komodo bisher. Von hinten, also hier sind die Ärmel. Den habe ich jetzt schon abtrennt. Ja, von Nicolor Designs, muss ich nur dazu sagen. Genau, der ist ganz einfach. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Nicolor hat ja immer so Designs, die man ohne Maschenprobe stricken kann und ganz einfach mit jeder Garnstärke. Das heißt, weil man strickt nach Zentimeter, also bei dem ist es jetzt auch so, dass man hier oben anfängt und dann immer weiter zunimmt, bis man eine gewisse Zentimeterangabe erreicht hat. Das ist so diese Rückenspannweite. Und dann wird der jetzt runtergestrickt und kriegt dann praktisch so eine A-Linie. Also man nimmt immer weiter zu und dann hängt der am Schluss so. Da kommen jetzt auch keine Knöpfe und nichts hin, sondern der ist dann einfach nur so zum Drüberhängen. Und ich habe ja hier das tolle Garn von der Janni von Strickel, die Strack, die Struck, die mir diesen Fade eben hier gefärbt hat. Also diesen, ja, ich nenne es auch mal Einhorn-Regenbogen-Fade. Ich bin jetzt beim zweiten Knäuel. Ich habe insgesamt drei, beziehungsweise drei Blankets. Aber ich glaube, da komme ich ganz gut hin. Also das wird jetzt einfach nur weiter runtergestrickt, bis ich meine Länge erreicht habe. Und dann kommen die Ärmel nur hin. Und also, der Farbverlauf ist doch toll, oder? Mir gefällt der total gut. Finde ihn super. Ja, ich habe erst. Ich war hier irgendwie bei dem Blau und dann habe ich falsch angefangen. Da musste ich nochmal auftrennen. Also, ich habe da irgendwie hier, hab ich hier mit dem Blau weitergemacht und dann wäre es natürlich gegenläufig geworden. Dann habe ich gedacht, so ein Schmarrn. Es muss ja weiter gestreift sein. Musste ich auch nochmal auftrennen. Das Dumme war, ich habe dann hier diese Marker verloren für die Löcher. Also hier hinten, das sind ja diese Zunahmen, das ist dieses Lochmuster. Und dann hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten wieder in dieses, dass die an der gleichen Stelle sind, diese Löcher. Aber ich habe es, glaube ich, geschafft. Also es schaut jetzt nicht so schlimm aus. Also den kann ich echt nur empfehlen. Wenn ihr so, das ist auch mindless. Also wenn man jetzt mal die Ärmel abgetrennt hat, beziehungsweise auch vorher schon, aber dann kann man da einfach weiter stricken ohne Anleitung. Finde ich total super auch für Autofahrten oder so. Also man muss halt rechte, linke Maschen vorne und hinten sticken. Also wird in Reihen gestickt. Und ja, das finde ich einfach, also momentan gefällt mir das einfach, dass ich nicht viel eben in eine Anleitung schauen muss. Aber ich glaube, das ist tatsächlich jetzt dieser Sockmadness geschuldet, weil man da einfach sehr viel aufpassen musste und jetzt eben viel Charts und so weiter hat. Ja, und das sind eigentlich die zwei Sachen, wo ich jetzt nur dran stricke. Darum wird dieses Video heute relativ kurz. Ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Mal dann mehr zeigen. Also ich werde jetzt noch weiter den Poet stricken. Da habe ich, glaube ich, seit dem letzten Video nicht mehr viel weiter gestrickt. Nee, da bin ich nicht mehr für weitergekommen. Und was ich jetzt unbedingt brauche, ich habe auf Instagram schon eine Umfrage ja gestartet. Ich brauche unbedingt einen schwarzen Cardigan. Also es bringt jetzt nichts. Ich muss was in Schwarz stricken. Und der sollte eben zu einem Kleid passen. Ich habe ganz, ganz viele Vorschläge gekriegt, was da passt. Ich habe mich jetzt noch nicht endgültig entschieden, ob ich, ja, mal schauen. Also vielleicht erfahrt ihr das nächste Mal. Also ich muss jetzt mal meine schwarze Wolle erstmal sichten, wie viel ich überhaupt habe, also von der Lauflänge her. Und dann werde ich da auf jeden Fall in nächster Zeit noch einen schwarzen anschlagen, weil der fehlt einfach in meinem Kleiderschrank. Also ich habe mir gedacht, ich brauche das wirklich oft. Ich habe viel Farben, also ich habe einen gelben, also gekauft natürlich, aber ja, dann die bunten Sachen einfach, aber mir fehlt einfach was Schwarzes. Mir fehlt was Schwarzes. Das ist so ein Allrounder, den man braucht. Und ja, das brauche ich jetzt. Ich hab ja noch viele Sachen offen, also ich muss mal gucken. Ich habe auch immer nur dieses Schattenstricktuch, das will ich auch mal unbedingt weitermachen. Da bin ich jetzt auch noch nicht viel dazu gekommen. Aber ich hoffe jetzt, dass es einfach jetzt mal wieder ein bisschen besser wird. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe gerade vier Termine. Ich habe, also ja, ich war jetzt viel bei Arztterminen, nichts Schlimmes. Also viel beim Zahnarzt, Kieferorthopäden, da muss was gemacht werden. Ich kriege jetzt auch noch meinen Weisheitszahn raus. Und ja, das nimmt halt einfach Zeit in Anspruch. Und meine Zahnärzte, ich muss echt sagen, ich habe echt tolle Zahnärzte, die haben keine Wartezeiten. Also das ist schlecht für Stricker. Also
Ich bin natürlich toll, man ist schnell wieder draus, aber das, ich sitze gerade drin und schon komme ich wieder dran, dann nehme ich mein Strickzeug gerade mit, weil das rentiert sich gar nicht. Also die sind wirklich top organisiert alle. Und dann bin ich dann aber froh, dann komme ich schnell wieder raus, aber das Stricktechnisch ist da halt nicht viel, gell? Jo. Das war's eigentlich heute schon wieder. Wie gesagt, ich kann euch nur die Socken mit, das sind jetzt einfach die einzigen, was fertig geworden ist, waren jetzt diese Socken. Und das ist jetzt eben vorbei für mich. Jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen was zu was anderem komme. Und ja, gibt es auch mal ein kurzes Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Muttertag. Oder auch nicht, wer immer das feiert oder auch nicht feiert. Und auf allen anderen auf jeden Fall einen schönen Sonntag mit euren Lieben, wie auch immer. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal schauen, wenn ich den weiß, ja, vielleicht 3 Wochen, 2, 3 Wochen. Mal gucken, wie weit ich dann komme. Also bis dahin wünsche ich alles Gute. Macht es gut. Tschüss.